In diesem Video gibt es einen kurzen Rückblick über den Anbau einer Zwischenfrucht nach Winterraps vor Wintergerste im Sommer 2020. Am 4.8. erfolgte die Rapsernte und 4 Tage später, am 8. August, ist die Rapsstoppel gemulcht worden. Die Rapskörner begannen zu keimen, sodass am 14.8. ganz flach diese mit der Kurzscheibenegge bearbeitet wurden. Am Abend, passend zum Feierabend, gab es ein schweres Unwetter mit 30 mm Platzregen. Dies hatte zur Folge, dass der angekeimte Raps nicht vollständig vertrocknen konnte, aber die nachfolgende Aussaat der Zwischenfrucht in einen schönen, ideal feuchten Boden geschehen konnte. Diese Saat ist am 17. August erfolgt. Es war eine Mischung aus Ramtilkraut, Sonnenblume, Hafer, Hirse, Buchweizen, Verzelia, Erbse und Bohne. Die Saatmenge habe ich aufgrund der idealen Bodenbedingungen und des hohen erwarteten Besatzes an Altraps auf 80% der Sollmenge zurückgenommen. Der Bestand konnte sich gut etablieren und hatte den Acker schön bedeckt. Am 23.09. habe ich mich dann dazu entschlossen, mit der Kurzscheibenegge die Zwischenfrucht abzustoppen. Ich habe die Kurzscheibenegge der Fräse vorgezogen, weil die Pflanzen nicht so groß waren und es extrem trocken war und ich nicht so viel Staubentwicklung haben wollte. Die Scheibenegge war sehr flach eingestellt und hat einen Wirkungsgrad von 30-40% hinbekommen. Deshalb habe ich am 3.10. auf ca. 10 cm gegrubbert und am 5.10. ist dann die Aussaat erfolgt. Gesät wurde Wintergerste der Sorte Suellen mit 230 Körnern je Quadratmeter. Bei idealer Bodenfeuchte gab es einen schönen zügigen Feldaufgang und ein Bodenherbizid ist am 9. Oktober eingesetzt worden. Das letzte Bild ist eine Aufnahme aus diesem Frühjahr vom 17. Februar. So schön ist die Gerste aus dem Winter gekommen.